Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr wieder einen Food Haul. Viel Spaß! Wir waren wieder mal beim Rewe einkaufen und haben diesmal keine Vorräte gekauft, sondern Sachen für Silvester, und zwar raclettieren wir. Also wir machen Raclette und da haben wir noch ein paar Sachen gebraucht. Sowas wie Mais und Champignons im Glas und Erbsen und Bohnen und sowas haben wir noch alles in unserem Vorratsschub. Wir haben jetzt, was wir eben noch sonst so brauchen für Silvester. Und zwar 10 frische Eier, die kann man auf dem Raclette oben auf dem Grill auch sehr gut braten. Dann Klopapier, ein großes Roggenbrot, Aufbackbrötchen, Mousse au Chocolat als Nachtisch. Das hatten wir schon an Weihnachten, das hat allen sehr gut geschmeckt. Man kann es natürlich auch selber machen, aber wenn es schnell gehen muss, eben Mousse au Chocolat. Das schmeckt wirklich sehr gut. Dann Salat, verschiedene Chips, Brokkoli, die kann man auch in die Pfännchen reingeben. Und Putenbrust auch obendrauf zum Grillen aufs Raclette. Das sind Tiefkühlhimbeeren, die kaufe ich momentan ganz gern und lasse die auftauen, zermatscht die mit einer Gabel und dann bekommt Mariella die mit dem halben Packung Quark oder hier mit diesem Naturjoghurt, das mag sie momentan ganz gern. Dann für mich -L-Fruchtjoghurt, hier Bio-Mozzarella, das brauchen wir auch für den Raclette. Der Bio-Mozzarella war billiger als der normale, hat mich sehr überrascht. Dann Schmand und hier hinten haben wir noch Creme Fraiche, da werde ich verschiedene Dips machen. Für das Raclette eben auch. Dann mein Mann hat diverse Sahnejoghurts gekauft. Bavaria Blue Blauschimmelkäse. Mettwurst, Kiri Frischkäse für Mariella. Dann Puten Käsekreiner, also Puten Wienerle mit Käse innen drin. Die sind auch sehr lecker im Raclette. Ein Kräuterbaguette, Käsewürfel und Ziegenkäse. Ach ja, und hier unten liegt noch eine Salami. Ruhe jetzt. Balou, Schnauze weg. So, weiter geht's. Mariella hat sich jetzt auch zu uns in die Küche gesellt. Einmal Anzünder, Ketchup, Ahornsirup, dann Nocchis, einen Asti, den ich überhaupt nicht kenne, also diese Chanti-Marke oder Canti. Mal gucken, wie der schmeckt. Dann Avocado, die isst Mariella sehr gern. Diverse Biere, Oberster, da hinten blendet es ein bisschen, aber das sind Cocktailtomaten, einen großen Sack Karotten. Mehrere Coke Zero. Mein Mann hat sich wieder Grand Dessert geholt. Und ich habe für Mariellas Erinnerungskiste den Stern 2015 gekauft. Und zwar ist es der Jahresrückblick für 2015. Kommt in Mariellas Erinnerungskiste. So, die letzte Runde. Dann müsste ich euch alles gezeigt haben. Birnen, Orangensaft für Sekt Orange. Dann Fanta. Ist diese Fanta Original. Das bekommen die Kiddies mal, als Special an Silvester. Dann auch fürs Lacrette Pazifik Garnelen und das sind Nordseekrabben. Das spiegelt leider durch das Licht. Dann eine Melone, diverse Raclette-Käse und die waren heute sogar schon im Angebot statt 2,90 für 1,70. Dann laktosefreie Milch, Paprika, Gurke, passierte Tomaten und für uns heute zum Abendessen wieder eine bunte Salatmischung mit Fleisch und einmal ohne Fleisch für mich. So, meine Lieben, das war das letzte etwas chaotische Video in diesem Jahr. Meine Familie und ich wünschen euch alles Gute für das neue Jahr. Kommt gut rüber, rutscht schön rüber, feiert feucht fröhlich. Wir sehen uns wieder frisch und munter im neuen Jahr. Tschüss, meine Lieben.